Leute, weiter geht's bei Pokémon Rubin, Randomizer Nuzlocke Challenge. Wir sind wieder hier mit gehaltenen Pokémon, Metroid ist immer noch an der Spitze und ich denke mal, das werden wir jetzt auch noch beibehalten. Nochmal Pupanze, haben wir beim letzten Mal schon gesehen. Hier sind keine Items versteckt scheinbar. Dann haben wir ein Issu. Ein Issu kann ich natürlich nicht flüchten, oder? Nee, kann ich nicht, shit. Ja, ich hab's gemerkt. Nachtnebel. Ja, okay. Kannst gerne noch einen Nachtnebel haben. Und noch einen. Ja, wohin genau? So, Superball gefunden, schön. Ja, wohin genau ist so ein Pokémon... Ich glaube nicht, dass ich damit umgehen könnte. Aber als Gegner ist es schon sehr, sehr, sehr blöde. Belebe gefunden, bringt mir gar nichts. Kämpfe gegen dich hier. Zeigst du mir deine Pokémon nur ganz kurz, ja? Ja, du wirst ja auch nur kurz zu Gesicht bekommen. Ein Mantax. Okay, Nachtnebel. Blubber, okay. Setz dir mal die Verfolgung ein. Einfach nur so. Ha, geht daneben. Und sagt Tschüss, Mantax. Düt, düt, düt. Auch ein cooler Ruf. Ein Lunastein. Gut. Das ist ein Job für Aquana. Hallo, Aquana. Lunastein. Ja, das... Theoretisch Cover-Pokémon von Pokémon Mond. Aber wir wissen alle, es wird nicht so sein. Vielleicht ist das Spiel auch bereits erschienen, wenn ihr dieses Let's Play zu sehen kriegt. Als kleine Info am Rande, heute haben wir genau den 3. September 2016. Falls es jemand interessiert. So, und du, violetthaariges Mädchen, Junge, weiß ich nicht. Ich habe deine Absichten vorhergesehen. Da werde ich nicht verlieren. Du bist... Wendelin. Okay, also doch ein Mädchen. Bummels. Okay, gegen ein Bummels sollte unser Metroid eigentlich schon noch ankommen. Gähner, ja. Würde mich interessieren, wenn dieses Bummels nicht in dieser Runde down gehen würde. Und Wendelin wurde besiegt. Ich konnte noch nicht einmal meine eigenen Niederlage vorhersehen. Das ist scheiße für dich, nicht wahr? So, überall die... Wow, seht ihr, was ich sehe? Ein wildes Metacross hätte ich mir holen können. Ach du Scheiße. Oh oh. Das Problem ist jedoch, ich glaube nicht, dass ich mir das Vieh hätte fangen können. Wisst ihr, ich glaube Metacross hat ungefähr die gleiche Fangrate wie ein Mewtwo oder so. Unter Vorbehalt, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist wirklich verdammt niedrig, die Zahl. Verdammt niedrig. Ja, irgendjemand braucht doch noch eine Beere, oder nicht? Ja, Metroid, super. Und es kriegt auch gleich noch einen Trank oder zwei. Ne, einer reicht. Ja, wenn ich mir damals statt ein was habe ich mir gefangen? Ein Ferrontor hier. Wenn ich mir halt da ein Metagross hätte fangen können, das wäre echt der Wahnsinn gewesen. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich das geschafft hätte. So, was mit dir hier? Hey, schreib dich nicht so von hinten heran, bitte. Ja, ich fische hier. Sorry, ich wollte nur Hallo sagen. Du hast vier Pokémon. Ein Kapilz. Ist jetzt nicht unbedingt die beste Wahl gegen Metroid, aber ich denke, das kriegen wir hin. Und zwar mit zwei Angriffen, genau. Wow, Level 21, perfekt. Reptane. Was machen wir da? Was machen wir da? Was machen wir da? Mir fehlt definitiv ein Feuer-Pokémon, verdammt nochmal. Okay, du bist nur... Okay, du bist nur Level 9. Dann kann ich damit leben, eigentlich. Pfund, ja, mach du ruhig. Ja, solche Stahl-Pokémon sind schon der Wahnsinn. Ein Knogger. Wisst ihr was? Das darf Blume mal wieder übernehmen. Und zwar Rankenhieb. Tschüss, Knogger. Wunderschön. Ja, die waren jetzt nur Level 12. Anorit. Gut, bleib mir auch drin. Du bist wieder Level 15. Meinetwegen. Lehmsula. Ja, mein Gott. Wenn dich das glücklich macht, dann mach das halt. Mach ruhig. Poh, ich mein... Mach ruhig. Tschüss, Anorit. Hat Spaß gemacht. Du verhilfst Blume zu einem Level-Up. Einen weiteren und wir besiegen Albin. Hatten wir nicht schon mal einen Angler namens Albin? Ich weiß es nicht. Ja, da komme ich noch nicht durch. Was sind das für Bären? Nana-Bären. Interessiert mich jetzt nicht so sehr. Deswegen lassen wir die anderen stehen. Was willst du denn hier? Zwei Straßen. Eine oben, eine unten. Eine Straße für Menschen und eine für Pokémon. Das ist nur recht und billig. Was? Was bist du für einer? Wäre das nicht ein Spaß, mit einem Fahrrad voller Pulle den Radweg entlang zu düsen, hä?
Ja, eigentlich schon, aber ich habe kein Fahrrad. Was mit dir? Hey, hast du in der letzten Zeit Fern gesehen? Da gibt es jede Menge coole neue Shows. Fernsehen ist so cool. Plötzlich habe ich meine Freunde im Fernsehen gesehen. Und manchmal, da zeigen sie dich im Fernsehen und du weißt es gar nicht. Ich möchte auch mal im Fernsehen sein. Bla bla bla. Ja, ja, komm, leck mich. Krieg ich hier drin was? Wenn ich dort mein Rad hätte, dann könnte ich nach Gravitport City zum Einkaufen fahren. Dort werde ich dann einen Hafenbrief im Supermarkt kaufen. Ja, könnte ich den ihr jetzt theoretisch bringen, oder was? Egal. Ich gehe erstmal einkaufen. Erstmal verkaufen wir. Weil ich weiß, wir haben mindestens einen Believer. Ja, hier ist er. Der kann weg. Zickzack-Buddy, ich kann auch weg. Nein, nicht die Sprudel. Das Sonderbonbon kann auch weg. So, und dann möchte ich kaufen. Kaufen, 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 kaufen. Superbälle hätte ich gerne. Doch 10 Stück. Dann kaufen wir auch ein paar Supertränke. 5 Stück, würde ich sagen. Und ich glaube, das reicht fürs Erste, ne? Ich hoffe. Gut. Malvinfroh City. Und da unten ist ein Item. X-Tempo gefunden. Haha. Ja, auch okay. Und hier drin kriege ich doch was. Das ist mir auf jeden Fall danach. Wow, deine Pokémon sehen wirklich sehr stark aus. Hier nimmt sie. Genau. Mir war doch so, dass ich hier etwas bekomme. Zertrümmerer. Ja, gut. Werde ich dann benutzen, sobald es dann auch wirklich notwendig ist. So, hallo Typ. Hallo Typ. Ja, ich weiß, der Typ ist nicht der Richtige, aber ich möchte trotzdem mit ihm reden. Ich werde etwas überreden, während ich hier arbeite. Wenn du eine Anleitung brauchst, dann findest du Handbücher. Ja, leck mich. Nun, was haben wir denn hier, hä? Einen höchst energischen Kunden. Ich? Du kannst Radler zu mir sagen. Ich bin der Besitzer des Fahrradjobs. Deine Turbo-Treter, die sehen ja wirklich schludrig aus. Hey, lass meine Schuhe in Ruhe. Kommst du von weit her? Ja, schon. Du kommst den ganzen Weg von Wurzelheim her? Meine Güte, das ist unwahrscheinlich weit weg. Wenn du eines meiner Räder hättest, könntest du leicht überall hin und den Wind in den Haaren spüren. Ich sage dir was, ich werde dir ein Rad geben. Oh, eine Sekunde. Ich sollte dir sagen, dass es 2 verschiedene Räder gibt. Auf der ganzen Welt gibt es 2 verschiedene Räder. Das wäre doch fantastisch, oder? Das Eilrad und das Kunstrad. Eilräder für Leute, die den Wind in den Haaren spüren wollen. Und Kunsträder für Leute, die Techniken des Fahrrads beherrschen wollen. Bla bla blups. Ich nehme das Eilrad, weil das ganze Rumgespringe mit dem Rad, das, ja, werde ich eh nicht tun. Wenn du die Räder tauschen möchtest, komm einfach wieder her. Warum gibt er mir nicht gleich beide? Ja, es wäre doch viel cooler. Hier, Eilrad wählen. So. Sehr schön, wir haben ein Rad. Juhu! Aber erstmal ab ins Pokémon Center und die Pokémon heilen. So, danke und tschüss. Und dann habe ich mir schon lange nicht mehr gefangen, fällt mir auf. Was ist hier los? Oh, bitte, bitte, Onkel, ich möchte in diese Arena. Ich will doch nur sehen, wie gut ich bin. Bitte, bitte, darf ich? Nun, hör mal auf, Haiku. Seit du mit Pokémon zusammenlebst, bist du viel stärker geworden. Aber du überforderst dich, wenn du plötzlich in einer Arena antrittst. Ja, ich bin nicht überfordert. Wenn ich die Kräfte von Trasla kombiniere, besiege ich jeden. Oh, hi, Shawnee. Seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, bin ich viel stärker geworden. Shawnee, ich möchte von dir und auch von meinem Onkel verstanden werden. Shawnee, bitte würdest du gegen mich antreten? Meinetwegen. Ja, vielen Dank. Okay, jetzt komme ich. Ja, ja, komm, laber nicht. Du bist immer noch da. Shit. Shit. Du hast ni... Oh Gott, ich kann nicht mal auswechseln. Shit, 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 shit. Verfolgung. Das Vieh muss jetzt schnell down gehen. Gut. Spielcape. Fuck! Du dämliches... Oh, fuck, Leute, wir haben unseren Starter verloren. Wir haben Metroid verloren. Ich sag ja, ich hasse Voingenaus. Ich hasse sie. Oh, nee. Leute, das darf jetzt echt nicht sein. Ja. Ich hätte wohl mit dem Wickel angreifen sollen oder irgendwie sowas. Oh, fuck, Leute. Voingenau ist weg. Voingenau sage ich schon. Voingenau ist leider nicht weg, sondern unser Metroid. Oh, wie scheiße ist das denn?
Okay, hau das Vieh weg, Blume. Verdammt nochmal! Unser drittes Pokémon ist damit weg. Ich glaube, wir haben gerade alle... Nee, was sage ich da? Ich glaube, wir haben unsere ersten drei Pokémon mittlerweile verloren. Wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Unseren Starter und die ersten zwei gefangenen Pokémon. Oh, fuck, das gibt's einfach nicht. Oh, verdammter Heiko. Ja, Onkel, ich geh zurück nach Wiesenfluger. Schon herzlichen Dank, Trainer zu sein, verlangt viel von meinen... Ah, komm, laber nicht, du dämlicher Typ. Ja, ja, geh jetzt nach Hause, geh weinen. Verpiss dich! Ah, Johnny, mir dämmert es so langsam. Du bist der Trainer, der sich damals um Heiko gekümmert hat, als er sein erstes Pokémon fing. Warum suchst du uns nicht irgendwann in Wiesenfluh, hä? Ich bin sicher, Heiko würde sich freuen. Ja, verpisst euch jetzt mal. Dein dämliches Kind hier hat mein Metroid auf dem Gewissen. So, komm, Metroid, wir heilen deine Wunden nochmal, bevor wir dich dann ablegen gehen. Mal, du bist ja nicht tot. Ja. Ja, Pokémon bewegen. Team Pokémon. Tut mir leid, ich muss dir die Beere... Warum kann ich dir die Beere nicht abnehmen? Okay, ich nehme die Beere halt so ab. Ah, Item nehmen, danke. So, wen nehmen wir jetzt ins Team? Wen nehmen wir jetzt ins Team? Tschüss, Metroid, du warst ein cooler Starter. Du warst ein verdammt cooler Starter. Blattkopf will ich nicht mitnehmen, ganz im Ernst. Ich hätte gerne ein Feuer-Pokémon. Und dann Kampf? Wo soll ich Fernentor mitnehmen? Was kannst du denn eigentlich so? Pulverschnee, Biss. Du könntest Donnerschock und sowas. Du könntest Scanner, Konfusion, Geduld. Du kannst gar nichts. Du hast nur Normalattacken und du kannst... Yeah. Leute, ich glaube, ich nehme Fernentor mit. Ja, ich glaube, ich nehme Frosty mit. So. Das braucht dann natürlich wieder ein bisschen Training, nicht wahr? Oh, Leute, ist das jetzt scheiße, ist doch das jetzt hier. Was bist du hier unten eigentlich für ein Gebäude? Der Ort für alle Spieler. Ah, Spielhalle. War ich seit Ewigkeiten nicht drin. Ah, da bin ich schon auf Route 117. Da kann ich mir dann wieder was fangen, glaube ich. Ja, müsste so sein. Aber ich glaube, zuerst kümmern wir uns mal um diese Arena. So, wir bekämpfen eh alle hier drin, somit ist das Rätsel kein Problem. Die Spannung meiner Seele. Sie setzt alle deine Träume unter Strom. Ja. Ich bin sicher, du hast nicht mal Elektro-Pokémon. Zwei Stück. Rihorn? Nee, definitiv nicht. Okay, wir haben Aquana vorne und das könnte nicht besser sein. Aquaknarre. Zack. Friss das, Rihorn! Oh, verdammt nochmal, Metroid. Der Starter ist was Besonderes. Draschel. Ist es klug, wenn ich dich einsetze hier? shit. Nee, mit einem Level 12 Pokémon möchte ich jetzt nicht unbedingt angreifen gegen einen Level 18 Pokémon. Starman. Machst du Schaden? Es geht. Raserei, okay. Okay, Draschel, du musst schnell kaputt gehen. Schnell kaputt gehen. Zack, weg. Gut. Und das war's bereits. Gut, dann du hier. Ich würde sagen, wir... Ja, wir prügeln uns jetzt den Weg zum Arenaleiter noch frei. Und... Oh, du Kackvieh. Rosana, ich hasse dich. Weißt du das? Volltreffer, leck dich. Versuchen wir mal die Aquaknarre. Na? Ja, okay. Todes... Ha! Weißt du was? Hier, ich habe Aquana die perfekte Beere gegeben. Hast du ihn davon, du verkacktes Rosana? Habe ich schon mal gesagt, dass ich Rosana hasse? Habt ihr gesehen, dass das Vieh lilafarbene Haut hatte? Mhm, früher war die schwarz. Ja. Ja. Rassismusvorwurf und deswegen haben sie das Pokémon einfach umdesignt. Ja, ist so. Hör mein Charme und die Attacken meiner Pokémon werden dich schocken. Ja, leck dich jetzt. Skorgler, nee, schock mich nicht. Schock mich überhaupt nicht und Aquana besonders nicht. Härtner. Mach ruhig. Mach das ruhig. Ja, Leute, wir haben... Oh, Metroid verloren. Verdammte Scheiße nochmal.
So, und dann willst noch du besiegt werden, nehme ich an. Ich habe unter Walter trainiert. So einfach verliere ich nicht. Ja, sehen wir dann. Blue Bella. Okay. Okay, wir wechseln. Beißer, würde ich sagen. Jo, Beißer. Lockduft. Ja, ja, ist egal. Erstauner. Mal sehen, wie viel Schaden es macht. Gut, quasi gar keinen. Dann greifen wir halt wieder zurück auf Biss. Volltreffer. Hat auch nicht großen Schaden gemacht. Warum setzt du immer Lockduft ein? Zauberblatt. Ja, Zauberblatt trifft ja eh. Also war Lockduft eh scheiße. Dann kommt ein Schlurp. Schlurp. Was tun wir dabei? Schlurp. Ich würde sagen Aquana. Aquana. Aquaknarre. Ja, war ganz okay. Schlecker macht nicht so großen Schaden. Deswegen machen wir einfach so weiter. Ein Igler. Okay. Bringt ja eigentlich nicht viel gegen die Aquaknarre, aber mein Gott, wenn du es so haben willst. Wunderbar. Und als nächstes haben wir noch einen Webarak. Webarak, das macht dir das Damen. Kleines Webarak frisst den Blubstrahl. Und verhilft Starman zu einem Level-Up. Wow, das war super. So, Reinhard, das war's für dich. Und wir werden jetzt kurz die Arena verlassen, unsere Pokémon heilen und dann im nächsten Part versuchen, den hiesigen Arena-Leiter zu besiegen. Bla 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 bla. Und ich weiß nicht, ob ich bis dahin auch noch Frosty ein bisschen trainieren soll, aber ich glaube noch nicht. Ich weiß noch nicht, was ich von ihm halten soll, versteht ihr? So, machen wir das hier frei. Dann müssen wir darüber. Darüber sagte ich. Hierhin. Und dann ist der Weg frei. So, und wir stellen uns direkt neben ihm hin. Ich sage neben ihm hinstellen. Blicken in die Kamera. Und dann sage ich, Leute, das war's für heute mit Pokémon Rubin. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.